sæt af neutral und plural. Sie haben Anstattung, dein sagen, deine sagen, sein sagen, sein sagen. Wann sagt man sein? Bei er und es. Bei dreimal sie sagt man ihr. Einmal hier und einmal hier. Wie versteht man? Ist das respektvoll? Sagt man sie groß manchmal? Beispiel mit Daddy. Mit Daddy, okay, mache ich gerne. Du in Pluralform. Wir alle schauen. Zwei. Davon haben wir hier, deswegen einmal erkläre ich alles. Einmal erkläre ich alles. Wenn Sie es nicht verstehen, kann ich noch ein bisschen kleiner muss ich machen. Ich schreibe mal Tee gelbe. Genau, Tee gelbe. Jetzt haben Sie alle temporale Bestimmungen als gelbe Farbe. Kausale Bestimmung. Warum mache ich irgendwas? Mache ich, welche Farbe haben wir eine Bestimmung? Warum? Also kommt nach wegen. Genau. Wegen kann man mit redet von Dativ. Das ist schwierig beim Sprechen. Bestimmung. Das ist Dativobjekt, ja? Machen Sie das Fahrrad bitte. Oder Fahrrad. Ja, Fahrrad, ja? Mit Fahrrad. Alle diese Angaben sind Adverben, Adverbien. Lokale Bestimmung. Was Sie gelb sehen, das ist temporale Bestimmung. Rot machen, rot. Rote Linien. Verben, rot. Es bleibt nur Subjekt. Subjekt können Sie auch gegen so lassen. Einfach so lassen. Art mit seinem Chef einen Termin vereinbart. So ist es. Ja? Erstmal mit seinem Chef, dann was macht zusammen, was tut zusammen. Was passiert zusammen oder was geschieht? Was passiert und was die Deutschen Magister machen? Ein paar Jahre Doktorarbeit schreiben. Wie kann man Akkusativobjekt finden? Und was für Sachen, Dinge findet man Akkusativ? Objekt im Satz. Okay, wie kann man Tekamolo finden? Nicht welche Phrase? Übermorgen finden Sie Dativ. Dativ. Wegen der Prüfung, ja? Ja. Mit dem Zug nach Berlin. Mit dem Zug nach Berlin. Nach Berlin. Alles richtig. Sehr gut. Aber warum? Was? Ist einfach da. Alles richtig. Morgen, ich, Subjekt. Ja? Wer fährt ich? Ja? Wer macht das? Wer fährt ich? Das ist Subjekt. Was mache ich? Ich fahre. Das ist wer. Wann fahre ich? Temporale Bestimmung. Ja? Warum? Wegen einer Prüfung. Das ist kausale Bestimmung.
Mit dem Zug. Womit? Ja, wie fährst du? Wie fahre ich? Wie? Mit dem Zug. Alles zusammen. Das ist modale Bestimmung. Nach Berlin, lokal, Jennifer Lopez, lo. Jennifer kommt am Ende. Muss man so viel bemühen, dann kommt Jennifer. Am Anfang kommt. Ich habe sie nicht verstanden, aber. Aber ist okay, ja. Sie vertrauen. Das ist gut. Okay, jemand war Abitur? Ja. Und lassen Sie sich fragen, antworten Sie. Antworten Sie. Gut, jeder ist eine Frage und bitte. Wir vergessen. Ich habe Vertrauen, okay, mache ich. Und dann habe ich alle Machen hier. Wir sind possessive Pronomen, ja? Genau, die sind alle possessive Pronomen. Tabelle und dann Beispiele, ja? Nein, ich ist Personalpronomen, nein, meine possessive, ich schreibe mal hier. Und dann für heute machen wir, was ist ich? Ist Personalpronomen. Das ist ich, ja. Und was ist meine? Das ist Possessivpronomen. Oder Possessivartikel. Oder Possessiv. Ich, nein. Noch einen Teil können wir leider nicht lesen. Sie können mal fragen, ansonsten frage ich einen.